Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute Donnerstag, den 14. Februar und zwar 20 Uhr. Und in diesem kleinen Clip geht es um den TecDAX. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich habe ihm mal den Chart ein bisschen länger reingeladen. Der ist jetzt hier von 2017. So, jetzt haben wir den Chart ein bisschen näher dran. Die Aussage von vor rund 3 Wochen war, dass wir uns hier an diesem Punkt, das ist gleichzeitig das 38,2er Retracement von dieser ganzen Bewegung hier, von All-Time-High runter bis zur 2324, dass wir uns dahin bewegt haben. Da waren wir. Und ich dachte, das ist ein bisschen schwieriger. Er ist nur unwesentlich drüber gegangen. 62 Punkte, hat aber das 50er Retracement, das ist diese Linie hier bei 2684, nicht gesehen. Ja, mal hingeschaut, hingelunzt, aber nicht berührt, nicht angeknabbert. Und danach verließen sie ihn wieder. Die Bänder, das sehen Sie, die gehen immer weiter zueinander. Ja, vor allem das untere kommt hoch. Ob das jetzt das untere ist, was hochkommt oder das obere, was runterkommt, ist für mich jetzt erstmal nicht so erheblich, aber tatsächlich, sie werden enger. Und der Markt handelt um die 20-Tage-Linie herum, bei 2577. Vom MACD her ist der Freund völlig neutral. Und die Stochastik, die zappelt hier hilflos oder oszilliert hilflos um die 50er-Linie herum. Von daher sehr neutral. Aber so ein Markt ist immer dafür gut, dass er irgendwann mal nach oben oder unten ausbricht. Und dafür wollte ich Sie sensibilisieren. Und zwar gibt es hier einen Call, der liegt hier drunter. Das ist die 2431er Basis, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das ist für den Fall, dass wir dieses Top hier rausnehmen und das 50er überbieten, das kommt mir schwer vor. 200-Tage-Linie hier bei 2713, 50er Retracement 2684, oberes Band, Chartwiderstand, nichts ist unmöglich. Ja. 2431, da liegen wir also ungefähr hier, unterhalb des Bandes, unterhalb des letzten Zwischentiefs. Das wäre eine Möglichkeit. GA1, B92. Aber jetzt schauen wir mal einen Put. Ein Put möchte ich eher so legen, dass er oberhalb der 200-Tage-Linie liegt und damit nicht nur oberhalb des Bandes und des 50er Retracements, sondern auch etwas oberhalb von diesen beiden Chartpunkten seit 1. November. Und da bietet sich sowas hier an. 2735, da sind wir ungefähr hier. 2735, habe ich auch von Goldman einen Open-End-Schein gefunden, mit der Kennnummer GM6YSD. Der ist dafür gedacht, wenn wir diesen Bereich hier zwar als Widerstand akzeptieren, aber dann doch wieder runtergehen, und zwar unter dieses Low. Das heißt, es sind also wirklich zwei Komponenten. Der Markt ist für mich neutral, aber die beiden packe ich mir auf die Watchlist und stelle auch meine Alarme dementsprechend ein, um abzuwarten, wo er zuerst durchgeht. Das ist eine spannende Geschichte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.